Bleib stehen, du Babsack. So ein Künde, ne? So ein Ösi. Naja. Wir sagen mal trotzdem, gute Bibel, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play No More Heroes. Heroes Paradise and Cut. Wir sind gerade dabei, irgendeinen Jadak vom AGF Fell durch die U-Bahn zu verfolgen oder Tunnel oder was auch immer. Ich vermute mal, es ist ein U-Bahn-Tunnel. Das habe ich, weiß ich gar nicht mehr genau. Also, kommt so nicht weiter. Aber ich kann ehrlich mal sagen, ich erinnere mich gar nicht mehr, was das eigentlich darstellen sollte hier. Nur, dass der mich gerade natzt hier. Stop it. Ich hab kein Dingens. Glück bei dem Roulette hier gehabt. Aber ich weiß jetzt, wie man es aktiviert. Ich Idiot, ich kann mich immer noch dafür ärgern, dass ich in der einen Folge die ganze Zeit mir gewartet habe, bis ich das mal vervollständigt hatte. Oh scheiße, ich dachte, ich könnte an dem auch vorbeirennen, wie bei Holy Summers Raketen. Na komm her. Ach Mensch. Ja, spielt das Spiel. Hier, ich laufe diesen ganzen Tunnel aber nicht zurück, sollte ich jetzt hinten was vergessen haben. Ich schmeiß mir hier die ganze Zeit Gegner, einen Gegner am anderen entgegen. Da kommt schon wieder der Nick. Die Nick. Wow, 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 wow. Chillt mal. Okay, der hat wirklich nicht so gut Energie. Nix nach. Mal schauen. Jetzt mal Glück haben. Nope. Oh ne. Halt, falsche Richtung. Wo läuft so lang, Travis? Der Typ beobachtet mich einfach beim Kämpfen und dann haut er ab. Ja! Rennt hier wie eine bekloppte Ömmes weg. Okay, da hinten ist er durch. Weh, ich habe jetzt dann irgendeine Karte übersehen. Müsste die 29 sein. Weh, wenn der jetzt 30 drin ist, dann kriege ich einen Rabatt. Travis, hello? Continue forward and you will enter your next ranked match. The fifth rank awaits you if you win. And only eternal damnation awaits if you lose. How are you feeling? No irritable rashes? Hit the gym lately? Taken care of the blackheads on your nose? Might I recommend a good hygiene set? When you're ready, step inside. Now, don't tense up too much on this one. You've been slacking off a bit. You must maintain a steady tempo. Please, you know what I mean, right? I am so sorry to say this, but I am 1,800% positive that you will die here. But trust your force and head for the Garden of Madness. Sind wir schon wieder an dem Punkt, ja? Silvia, ey. Wir gehen dann mal gleich. Speichern und alles, aber. Ich muss wissen, ob. Irgendwo dann. Ich habe aber keine Truhe ausgelassen, ne? Da kam ja nichts mehr. Gut, wir gehen erstmal kurz speichern. Teilweise solche ekligen öffentlichen Toiletten. Ich gehe auch nicht gerne auf öffentliche Toiletten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Travis scheint hier gar keine Häme zu haben, gar keinen Charme. Der scheißt überall hin. Mir soll's recht sein. Ich
nicht mal was gemeint. Wer ist ein fiktiver Charakter? Na komm. Oh komm, ich schlafe klein. Danke schön. Ich war nicht das No More Heroes Emblem. Ich hoffe jetzt nur, dass ich irgendwann noch die 30. Karte finde. Sonst drehe ich durch. Jetzt haben wir jetzt alles eingesammelt. Hey, da oben ist so eine Truhe. Und es wird hell. Komm ins Licht, mein Kind. Yes, ist so yes. Your rumbling is excellent. I think I'm going to lose the bowel control. You the fifth ranked guy? Yeah, I've been waiting for you. You certainly sound like you're up for a fight. I'm ready whenever you are. All right then, here I come. Disaster blaster, charging ignition. Ignition ready. Activating main engine. Activating solid engine. Cycle ratio 50%. Cluster generator active. Calculating coordinates. Thermal protection on. Cycle ratio 25%. Anti-shock balancer open. Calculation complete. Heat detection system normal. Target acquisition 98%. Main panel, open! Cycle ratio, 55%. Activate cell pistons. Maximize output. Ignite vanishing sparks. Cycle ratio, 80%. Activate utility pistons. Pistons at peak power. Scouting scope, open! All systems, go! T-minus 10 seconds! Cycle ratio, 100%. T-minus 7 seconds! Travis touchdown, is it not? Son of a bitch! Fucking Snatcher! I had him! Dance with me, Travis. A katana? This is getting interesting. What do you go by? Henry. Henry? Your instincts serve you well. I don't know who you are or what you want, Sir Henry. Where are your manners? That was my kill, you naughty boy! Shall we get this over with? And don't hate me if I play a tad dirty. Fine by me. After you. Tja, das war der schnellste Kampf überhaupt. Dieser Babsack hat mir einfach alles geklaut. Sir Henry Motherfucker, wie ihn Travis dann noch nennt. Stop right there! The fight is over! Travis, you are now ranked fifth. But we haven't even... We're just getting started! Perhaps you've forgotten these fights are an official game. If your opponent dies for whatever reason, according to the rules of conduct, it is your win. That's fucked up! That's the stupidest rule I've ever heard! This guy's mine, and you just want me to let him go, bitch? Rules are rules. You can't have what you can't have.
Whatever. But this dude says he wants to fight and ain't nobody gonna stop him. This ass clown right here is... Who? Hey! He's gone! Mr. Sir Henry motherfucker, he just jetted! What a pussy. Sorry, saves that aggression for your next match. Who the hell was that guy? Tja, so schnell kann's gehen. Wir sind schon wieder aufgestiegen. Aber ich kann euch sagen, die nächsten Kämpfe werden kein Zuckerschlecken. Bazoo. Wobei, man muss mal ehrlich sagen, ich glaube kaum, dass Travis eigentlich eine Chance gehabt hätte gegen so ein... Es war schon eigentlich fast ein nuklearer Sprengkopf, gegen sowas anzutreten. Das wäre ein bisschen overpowered dann. Nun gut. Touchdown. Your UAA registration is complete. As of today, you are officially the fifth-ranked assassin in the United States. Nice work. You are on the fast track to the top. Keep it up, and good luck. Bin mal gespannt, wie viel ich jetzt bezahlen muss. Ich glaube jetzt 400.000. Ich glaube, die erhöhen das immer um 50.000. Aber ich meine, jetzt kann ich mir auch endlich... Ja, 400.000, sag ich doch. Ich meine aber, kann ich mir jetzt endlich auch ein Upgrade bei Naomi holen. Gehen wir mal schauen. Beim nächsten Mal spiele ich wieder mit meiner Katze. Das muss auch mal wieder sein. I'm gonna play with my pussy. Ha, diese Wortwitze. Okay, wir fahren erstmal schnell zu Naomi, dann kümmern wir uns wieder um Nebenjobs. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich auf der Kante? Okay, also. Ein bisschen mehr als. Ein bisschen weniger als die Hälfte für noch. Bam, bam. Ja, wir werden Beefhead Videos nochmal einen detaillierteren Besuch abstatten, wie ich hier sagte schon. Na, gut. Baram, baram, baram. Oh, bleib doch über alle hängen. Mit dem Motorrad. Das ist. Daran merkt man, dass es kein fein polierter HD-Port ist. Da sowas passiert. Ah, it's you again. Yay! Die neue Waffe ist fertig! Ja, jetzt seht ihr, dass es dann doch noch dauern wird. Bis zum nächsten Rangkampf von 148.000, aber das brauchen wir. Tayuki Katana. Tsubaki, meine ich, was sag ich dafür? Okay, die Erweiterung haben wir also schon. Ich will gerade schauen, ob das auch ausgerüstet ist. Halt. Nee. Doch. Doch! Seht ihr? Zubaki. Oder war das doch, oder? Hieß doch so Tsubaki MK2, oder? Ach Mann, ich muss mal nachschauen. Ich habe das zu schnell weggeklickt. Sorry.
Ja. Tsubaki MG2. Okay. You otaku. Ist nämlich mal cool, dass das dann mal gleich ausgerüstet wird. So! Mit unserem neuen Katana können wir nämlich noch leckerlicher als leckerlich zuhauen. Was ich damit meine, werde ich euch dann noch zeigen. Guckt euch doch mal den Mist an. Holy shit. Okay, wo fahren wir lang? Wir brauchen ja Knete jetzt. Zwar ordentlich. Haben wir zu den Assassinen-Aufträgen? Ei. Ich hätte nicht so oft auf die Minikarte schauen sollen. Genau. Bevor wir es machen, erstmal wieder Fitnessrunde. Damit wir die Aufträge dann fit genug sind und nicht so einen Bullshit machen wie ich gerade. Ich habe ja, glaube ich, auch wieder genug Bälle bei uns gehabt. Das heißt, machen wir das jetzt. Das geht nämlich noch schneller. Dann geht's ins Fitnessstudio. Pumpen, pumpen, pumpen! Huh? What do you want? Hab ja nicht mehr viele Bälle zu Hause, ich werde dann anders. So, das hätten wir. Keep practicing. Nein, hier wollte ich nicht lang. Ich wollte. Hä? Ich bin ja mit dem falsch rum in den Block gelaufen. What the fuck? Wo bin ich denn jetzt wieder hängen geblieben hier? Du Hänge? Okay. I know. You want that, right? Also, wieder Gewicht stemmen und Kniebeugen. Nein, ich kann sogar alles verbessern. Okay. Dann mal schauen. Dann gehen wir jetzt mal hier pumpen. Nur keinen Scheiß bauen, das schaffen wir. Sir Henry hat uns den Kill geklaut. Da bleibt nichts anderes übrig, als zurückzugehen und wieder zu grinden, diese Drecksau. Naja, es geht halt nicht anders. Wir müssen nämlich leider wieder Geld zusammenbekommen für unseren nächsten Eintritt, für den nächsten Rangkampf. Bis dahin geht's erstmal an weitere Nebenmissionen. Was soll das sein wird, das ist alles nochmal. Erfahrt in der nächsten Folge, vergesst nicht, einen Kommentar zu lassen. Freut euch drauf, ich bin hier raus. Peace out! Noch mehr so aufgedrehte Action habe ich natürlich hier auch verlinkt. Da könnt ihr gerne mal auch